Hallo, mein Name ist Marco Hodde. Als Mitarbeiter vom Bresser-Team und auch als ambitionierter Astrofotograf möchte ich Ihnen heute ein Produkt vorstellen, welches Ihnen den Einstieg in die Astrofotografie ermöglicht und auch dem ambitionierten Astrofotografen die Möglichkeit bietet, die Astrofotografie auf Reisen weiterführen zu können. So, es geht hierbei um diese Reisemontierung. Die Reisemontierung besitzt ein Gewicht von 3,5 Kilo und gleicht die Erdfelddrehung aus. Warum die Erdfelddrehung ausgleichen? Wenn Sie als Fotograf, beziehungsweise Sie haben schon mal in den Sternenhimmel geschaut und haben versucht, mit Ihrer Kamera den Sternenhimmel abzulichten. So, mit fortschreitender Belichtungszeit ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass die Sterne anfangen, nicht mehr punktförmig zu bleiben, sondern Strichspuren zu bilden. Das liegt daran, dass sich die Erde dreht. Diese Erdfelddrehung, die muss bei der Astrofotografie ausgeglichen werden. So, dafür haben wir hier einen Schrittmotor. So, der ermöglicht, dass Sie bei Langzeitbelichtungen immer noch punktförmige Sterne haben. Somit können Sie natürlich auch Deep Sky fotografieren, sprich Nebelgebiete sichtbar machen, die Ihnen sonst gar nicht möglich sind zu fotografieren. Ich möchte Ihnen ganz kurz eben diese Montierung erklären. Wie gesagt, wir bieten diese Montierung als Komplettsystem, sprich Stativ und Montierungskopf. Dieses Stativ besitzt hier eine Dosenlibelle. Mit der Dosenlibelle können Sie das Stativ ausrichten, sprich in Waage bringen. Sie nehmen nun diese Montierung und schwenken ungefähr in Richtung Nordstern, sprich Nordpol. So, jetzt haben Sie hier einen Polarsucher. So, dieser Polarsucher ist dazu da oder dient dazu, den Polarstern aufzufinden. Mit einer integrierten Anzeige ist es sehr einfach, den Polarstern aufzusuchen. Zudem haben Sie hier auch eine Beleuchtung dran. Das hier ist eine Polhöhlenwiege. Damit können Sie den Breitengrad ungefähr einstellen. So, wenn wir das jetzt nun machen, dann, ich meine, das ist jetzt natürlich nicht leicht zu sehen, aber man sieht schon, man schwenkt den Kopf, man neigt den Kopf nach vorne oder nach hinten. So, indem Sie jetzt hier durchschauen, können Sie mit dem Kopf quasi den Polsucher rauf oder runter bewegen und mit den Schrauben links, rechts können Sie feinjustieren. Das machen Sie, bis Sie in dem Polsucher den Polarstern genau exakt identisch übereinstimmend haben. Damit haben Sie die Montierung nun eingenordet. So, soweit ist die Montierung fertig. Was Sie nun nur noch machen brauchen, ist eine Kamera nehmen. So, ich nehme die Kamera hiervon ab, zu der Montierung komme ich hier gleich. So, Sie nehmen Ihre Kamera, satteln die Kamera auf. Fertig. So, über den Kugelkopf, der hier vorhanden ist, können Sie natürlich Ihre Kamera überall hinschwenken, zu jedem Himmelsgebiet, welches Ihnen gerade beliebt, welches Sie fotografieren möchten. So, hier haben Sie eine Handkontrollbox. Diese Handkontrollbox hat einfach noch zwei Möglichkeiten, und zwar zwei verschiedene Geschwindigkeiten, mit der Sie den Kopf verfahren können. Zu dem Produkt ist ein Batteriepack enthalten. Sie nehmen dieses Batteriepack, also diesen Anschlussstecker, ganz wichtig, das sind 6 Volt DC. Sie können auch optional ein Netzteil anschließen, aber wie gesagt, diese 6 Volt sind sehr wichtig. Soweit ist alles gut, Sie brauchen quasi jetzt nur noch die Montierung einzuschalten und der Schrittmotor fängt an zu laufen. Der Schrittmotor läuft mit einer siderealen Geschwindigkeit nach. Heißt, das ist die Geschwindigkeit, die Erdfelddrehung auszugleichen. Damit bleiben die Sterne immer punktförmig und Sie können lange belichten. Und Sie können auch Zeitrafferaufnahmen erstellen, welches ganz einfach ist. So, wie gesagt, dieses Komplettpaket ist bei uns erhältlich. Jetzt sagen Sie, also vielleicht sind Sie Fotograf und haben schon ein gutes Fotostativ und sagen, dieses Stativ brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bräuchte eigentlich nur diesen Nachführkopf. Das ist auch kein Problem. Ich schalte mal eben die Montierung wieder aus. So, hier haben wir jetzt einmal ein Stativ. Welche Stative sind natürlich bei uns auch erhältlich, optional. Und wir haben hier diesen Kopf. So, ich mache den Kopf einmal mal ab, damit ich Ihnen was zeigen kann. Und zwar haben wir eine Schnellwechselplatte jetzt hier dran. Diese Schnellwechselplatte ist über ein 3/8 Zoll Gewinde und ein 1/4 Zoll Gewinde anschraubbar bzw. adaptierbar. Diese sind natürlich in der Montierung schon vorhanden, die Bohrungen. Somit brauchen Sie diesen Kopf eigentlich nur auf Ihr Stativ aufzusetzen, festzumachen
und haben das gleiche Prinzip wie bei dem daneben stehenden Produkt. Hier fällt natürlich Folgendes raus, und zwar diese Polhöhlenwiege und diese Feineinstellung. Die haben Sie natürlich nicht. Aber dafür können Sie natürlich mit Ihrem Fotostativ auch in jede x-beliebige Richtung drehen und somit über diesen Polsucher den Polarstern aufsuchen. Gleiches Prinzip wie bei dem Komplettpaket. Kamera aufsatteln, Stromanschluss und einschalten. Und somit, wie gesagt, gelingen Ihnen Langzeitbelichtungen. Ich bedanke mich recht herzlich und hoffe, Sie bald wiedersehen zu können.